Was? Ja. Manchmal ist es wirklich zu Moon, ne? Jetzt stehen wir hier im Regen. Ja. Oh, ja, hallo. Herzlich willkommen zur Zweitbespielung von Minecraft Beta 1.6.4 von eurem Minenarbeit-Vorbootler. Ja, 1.6.4, das bedeutet, gestern kam 1.6 raus und die Mojangs haben da mal direkt nachgeliefert mit einigen Bugfixes. Es hat so gut wie überhaupt nichts funktioniert gestern, muss man ehrlicherweise sagen, besonders nicht auf Servern. Ich spiele Minecraft jetzt schon sehr lange und da soll mir auch mal ein kritisches Wort gestattet sein, ohne dass ich jetzt hier rumtrollen möchte oder das Update verreißen möchte. Auf gar keinen Fall möchte ich das. Aber ich habe halt noch nie erlebt, dass nach einem Update so viele, ja, stimmst du mir zu, ne? So viele neue Bugs erschienen sind, also wirklich auch so richtige sichtbare Bugs, die wirklich ein bisschen nerven und stören. Ja, ihr seht das jetzt hier schon, dass ich plötzlich zwei Wölfe habe, ne? Also der eine davon den beiden, für alle Leute, die meine Reise nach Emlomar kennen, die wissen, dass einer von diesen beiden Wölfen zweiter Wolf heißt. Der hat sich jetzt auf wundersame Weise vermehrt, frag mich nicht wie. Ja, ich habe auf 164 abgegradet und schon hatte ich zwei Wölfe. Ja, jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, welcher ist das Original? Wer schubst mich hier eigentlich immer dummer? Und jetzt ist aber gut. So. Ja, das ist einer von diesen Bugs. Es gibt noch mehrere. Es gibt auch irgendwas mit den Öfen. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und das soll angeblich auch schon wieder behoben sein. Wollen wir es mal hoffen. Gucken wir uns jetzt lieber mal ein paar neuere Sachen an. Hier, das Gras habe ich ja endlich gefunden. Man kann das Gras zerhacken und findet dann das Saatgut für das Getreide. Warum das jetzt so ist, man kann halt im normalen Rasen jetzt kein Saatgut mehr finden. Warum das jetzt so ist, frag mich bitte nicht. Frag das bitte den Notch. Der hat sich da wahrscheinlich irgendwelche tieferen Gedanken zu gemacht. Es ist sinnlos, ja, aus meiner Sicht. Es hat vorher wunderbar funktioniert, hat Spaß gemacht und war auch nicht weniger logisch als jetzt, wo man jetzt muss, ne? So hat er halt im hohen Gras, was sonst ansonsten überhaupt keinen Sinn hat, außer Optik, außer halt schön zu sein, ja, so hat er ihm halt noch eine Funktion gegeben. Ja. Aber man kann das Gras, wie ihr seht, überhaupt nicht aufsammeln, um da vielleicht zu dekorieren mit oder das zu züchten oder sonst was. Das ist also eigentlich ein, ja, nur ein optisches Item. Bisschen schade eigentlich. Könnte man mehr rausmachen aus meiner Sicht. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach einem Wüstengebiet. Das ist das Blöde dabei, diese neuen Sachen wie das hohe Gras. Und da gibt es noch etwas, was ich euch gleich zeigen werde. Ja, die erscheinen im Moment wirklich nur in neuen Chunks. Also da, wo Land wirklich neu generiert wird, da gibt es das, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Das war auch früher mal so mit dem Lapis Lazuli, dem blauen Farbstoff, diesen neuen Blöcken, dass der halt in altem Land, das war noch relativ logisch, aber dass der da nicht gespawnt ist. Aber jetzt hier, ui, hab hier aber ein Riesenloch, was? Ach du meine Güte. Ah, hier sind wir schon am Ort und Stelle. Das ist ja wunderbar, dass ich das hier sogar finde gerade. Ja, hier sehen wir zum Beispiel einen verdorrten Strauch. Ich finde das wunderschön, ne? Also das sind tolle Ideen. Wenn ich das sehe, dann sage ich immer, oh, cool, das bereichert Minecraft. Da ist wieder ein neues Teil drin. Da kann man doch bestimmt das einsammeln und dann dekorieren mit irgendwie. Naja, ja. Warum? Warum? Habe ich das falsche Werkzeug benutzt? Nö. Das ist völlig wurscht. Da hinten stehen noch ein paar. Schade, dass es jetzt gerade dunkel wird. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ihr dann das Video nicht so gut erkennen könnt. Aber ja, ich will auch nur hier zeigen, dass man diese schönen neuen vertrockneten Sträucher, die man ausschließlich in der Wüste findet, nicht mitnehmen kann. Ne, man kann da also jetzt auch nicht dekorieren mit irgendwie so. Das würde ich so gerne machen. Ne? Das ist doch klar. Ein neues Element will man doch haben. Ne? Und nicht so was sinnlos Totes. Okay. Ich werde jetzt mal mit meiner Kritikphase ein bisschen aufhören, damit ich euch nicht völlig die Laune versaue.
Und ich suche jetzt mal ein Thema, was uns wieder ein bisschen mehr Spaß macht. So, ihr Hunde, lasst mich doch mal. Schön, dass ihr alle mitgekommen seid zur Burg Wiesenfels. Ich habe mal die Karte rausgezückt, um mir da diese Map nochmal anzugucken, wie das so funktioniert. Es ist so, dass das obere Ende der Karte immer nach Osten zeigt. Die ist also nach Osten gerichtet. Also fragt mich jetzt bitte nicht, warum nicht nach Norden, sondern nach Osten, ne? Also ich weiß nicht, wie das in Schweden ist. Vielleicht haben die da irgendwie mit dem Polarkreis Probleme, der dann da irgendwie Norden zu Osten macht, keine Ahnung. Vielleicht ist der Notch auch so einer, der immer lieber fährt und seine Verlobte, die sitzt auf dem Beifahrersitz und liest die Karten. Oder ist es einfach nur, dass er gesagt hat, ich bin mal so ein bisschen gemein und verwirre mal die Spieler und erfinde eine Landkarte, die nicht nach Norden ausgerichtet ist, sondern nach Osten. Das da hinten ist Osten, das weiß ich zufällig. Jetzt seht ihr, jetzt wenn ich mich jetzt nach Norden ausrichte, müsste der Pfeil nach links sich drehen. So, das tut er auch tatsächlich. Ja, jetzt laufe ich nach Norden, aber auf der Karte nach links. Ja, und ja, das muss man halt, das ist das, was mich halt in der Erstbespielung auch völlig verwirrt hat. Braucht ein bisschen Übung, denke ich mal. Und vor allem auch etwas Zeit, bis ich dann diese ganze Map aufgefüllt habe, das was ich natürlich unbedingt mal machen möchte. Allerdings, es gibt noch das Problem mit diesem Zoom-Faktor, ne? Es war im Gespräch oder eigentlich so angekündigt, dass man da einen Zoom-Faktor festlegen sollte. Moment, die Hunde, die. Das ist echt schwierig mit denen. So. Aber das geht auch überhaupt nicht mit dem Zoom-Faktor. Die Karte hat immer nur einen Maßstab im Moment. Ne? Man kann da jetzt also jetzt nicht so eine Burgkarte machen und dann noch eine Landkarte über die ganze Region. Es ist immer nur eine Regionskarte. Ne? Oh. Ha! Habt ihr das gesehen? Ne? Ich habe das Spiel neu geladen. Befinde mich hier in einem Raum, der eigentlich hoch genug ist. Der ist drei Blöcke hoch. Trotzdem wird mir ein halbes Herz abgenommen. Ne? Also wir können das gerne nochmal eben vielleicht auch in einem anderen Raum kurz testen. Das ist eigentlich dasselbe hier in meiner Kemenate. Ich verlasse nochmal eben das Spiel. Oh. Ja, das gleiche in grün. Wieder ein halbes Herz ist verloren gegangen. Für nichts und wieder nichts. Noch ein schöner neuer Bug. Schade eigentlich. Jetzt möchte ich doch noch ein bisschen mit dem Feuer spielen. Das habe ich in der Erstbespielung nicht vernünftig gemacht. Auf meinem Localhost-Server habe ich Probleme. Da ist dieses offene Netherrack-Feuer übergesprungen. Auf einige Treppen hat die abgefackelt, obwohl da solide Blöcke zwischenstanden. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Hier scheint das jetzt zu funktionieren. Nichtsdestotrotz kann man die anzünden, die Treppen. Klar, die brennen jetzt ab. Das habe ich nur nicht vernünftig. Ich habe nicht lang genug gewartet. In der Zeit können wir mal die Falltür hier anbringen. Die ist ja eher eine Klapptür. Ne? Die baut sich immer an den untersten Rand von so einem Block und klappt dann nach oben weg. Ne? Eine Klapptür, keine Falltür. Egal, wie wir den nennen. Ne? Wir sehen ja, wie es funktioniert. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich sie jetzt von unten oder oben irgendwie anbringe. Ne? Das wäre eine ganz nette Idee gewesen, aber ist halt so nicht. Baut sich immer an den unteren Rand des Blocks. So, und da, wie wir sehen, ist ja auch in der Zwischenzeit alles abgebrannt. Ansonsten hat sich das Feuer Gott sei Dank jetzt hier nicht weiter ausgebreitet. Das wäre was gewesen. In Sachen Falltüren habe ich hier noch etwas vorbereitet. Und zwar einen kleinen Graben gebuddelt und mehrere so der Länge nach eingebaut. Jetzt kann ich das als Brücke benutzen. Überhaupt kein Problem. Könnte die jetzt so einzeln auch sogar betätigen. Möchte ich aber gar nicht, denn ich habe hier so einen ganz einfachen, simplen Redstone-Kreislauf dran gebaut. Wenn ich den Schalter betätige, springen alle Türen auf. Und das kann man sich zu Nutzen machen, um damit irgendwelche Hängebrücken zu bauen. Also jetzt Brücken weniger, weil man dann immer noch so über diese Seitenwände laufen könnte. Aber wie wäre es zum Beispiel mit einem Torhaus oder in einem Gang, das mit so einem Graben oder so einer Brücke abzusichern? Da könnte man dann eine Falle drunter bauen für Monster, die hier reinlocken und dann saufen lassen, verbrennen, aufspießen, zerhacken, ne, was euch so einfällt. Und das ist eine wunderbare Idee und eine ganz simple Möglichkeit, wie man das so machen kann.
So, als nächstes kümmere ich mich noch ein bisschen um die Booster. Ich muss hier ein bisschen schnell machen. Da laufe ich mal eben in den Bahnhof. Es gab in der Erstbespielung ein kleines Missverständnis. Natürlich klappen die Powered Rails noch. Ja, diese Booster-Tracks hier. Der Notch hat die sogar etwas verstärkt, sagt er. Das werden wir gleich mal testen. Weil nämlich diese manuellen Tracks, Booster-Tracks hier nicht mehr klappten. Ne? Die hat man, das war immer ein Bug, der wurde beseitigt. Die gaben halt der Minenkarre richtig viel Schwung, dass man richtig lange Strecken fahren konnte am Stück. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Also weite Strecken, so wie ich sie hier habe und viele, viele andere, wir reden hier von Kilometern, die sind im Grunde jetzt im Moment nicht mehr zu gebrauchen. Man muss jetzt erstmal Gold craften gehen, also Gold sammeln gehen. Wir machen jetzt mal eine Testfahrt. Dann sehen wir mal. Natürlich kriege ich jetzt einen ordentlichen Schwung. Ich habe auch zwei Power Rails direkt nebeneinander gesetzt. Aber ich befürchte, dass wir so richtig weit damit trotzdem noch nicht kommen. Also es reicht noch nicht mal bis, ich sag mal, knapp der Hälfte zu meiner nächsten Station. Jetzt werden wir schon immer langsamer. Ja gut, aber da muss man sich jetzt drauf einstellen. Das ist jetzt eben so. Ich finde das gar nicht so schlimm. Man braucht halt, die sind halt sehr teuer. Das ist das der Nachteil. Ich weiß nicht, warum die so teuer gemacht worden sind. Es sieht ja schon fast so aus, als würde ja so diese ganzen Minecarts-Geschichten nicht leiden können. Ne? Also, ich weiß es nicht. Überhaupt, wenn ich jetzt so Noten verteilen müsste, auf einer Skala von 1 bis 10, ja, für Beta 1.6.4, ne? Was würde ich da tun? Da würde ich dem Gras nur eine 3 geben. Das hat irgendwie, dass es jetzt Saat gut ausspuckt, wunderbar, ist völlig unnötig, hat vorher auch geklappt. Ansonsten sieht Gras schön aus und ist auch grundsätzlich eine tolle Idee. Ansonsten kann man damit nichts anfangen, man kann nichts craften, das gilt auch für die vertrockneten Sträucher. Man kann hat keine neuen Rezepte, man kann sie nicht mal sammeln, um sie irgendwo anders wieder hinzustellen. Daher nur eine 3. Das ist ganz klar. Dann haben wir die Maps. Die Maps kriegen von mir eine 7, weil das irgendwie für mich auch noch nicht so wirklich ausgereift ist. Man kann sie auch noch nicht an eine Wand hängen, zum Beispiel, und so Sachen. Alles, was der Notch auch alles schon mal erwähnt hat, ist dann doch irgendwie noch nicht realisiert worden. Ich glaube, da kommt noch mehr. Ne? Das wird noch besser, auf jeden Fall. Ne? Das ist gar keine Frage. Die Falltüren bekommen von mir eine 10. Ne, das ist klar, das ist für mich das Highlight in dieser Beta-Version. Definitiv. Die Bugfixing-Aktion vom Notch, die bekommt von mir wohlwollend eine 4. Ja, auf einer Skala von 10. Ist immer gut, wenn Bugs beseitigt werden, aber irgendwie sein Vorgehen auch so und irgendwie, nee, mir kam das alles sehr halbherzig vor und er hat auch für extrem viele neue Bugs, klingt jetzt ein bisschen fies, wenn ich das so sage, ne? Aber es sind halt wirklich viele Bugs dazu gekommen. Die zwei Wölfe da unten, ist ja noch was Schönes. Da habe ich noch einen Wolf dazu bekommen, einen gezähmten, ohne irgendwas tun zu müssen. Naja, ich sag mal, wir haben trotzdem Spaß und werden das alles, das Neue hier auch in den Let's Plays und Let's Shows von Minenarbeit.de direkt anwenden, soweit es denn geht. Und ich hoffe, euch hat das erstmal Spaß gemacht hier. Viel Spaß auch trotzdem mit Beta 1.6.4 und 5, 6, 7, was da wahrscheinlich noch alles kommt. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. So, dann muss ich nochmal, wie war das noch? Hier mal links. Nee, Osten. Wenn da Osten, dann Norden hier. Was ist denn da? Ich muss mal gucken hier. Ach du Scheiße, jetzt bin ich im Wasser. Links geradeaus, vielleicht da. Wo komme ich? Nee. Da lang. Ja, hier, okay.